Wer von Ihnen hat schon einmal was von der Fünf-Elemente-Lehre gehört? Wunderbar. Von Meridiankunde auch schon einmal. Wer von Ihnen lebt schon mit der Organuhr? Ich habe gerade eine Woche Detox begleitet, also eine Entgiftungswoche in einem Hotel in Brandenburg. Wir haben mit der Organuhr gegessen, wir haben mit der Organuhr gelebt, in Anführungsstrichen. Das heißt, wir haben unsere Bewegungsübungen mit der aufgehenden Sonne gemacht. Wir haben mit dem abnehmenden Mond zur Zeit gearbeitet. Und wenn ich Ihnen sage, dass die Menschen teilweise bis zu 4 Kilo abgenommen haben und sind satt gewesen, die haben keine eingefallenen Gesichter gehabt, waren vital und agil, mehr als wie vorher. Also das ist ja auch Sinn und Zweck der Übung. Dann habe ich wieder feststellen können, wie wir auf unsere Organuhr auch einwirken können. Also kurz zu mir nochmal so, TCM seit 20 Jahren, 5 Elemente der chinesischen Heilkunst. Und die Basis, eine davon ist Leben mit der Organuhr, aber eben auch in Bezug auf die Meridiane, auf die Farbenlehre, auf die Organe an sich, auf Emotionen und Gefühl. Und das ist das, was leider immer wieder unbeachtet bleibt. Ich male jetzt hier einfach mal eine Organuhr auf. Das hätte sich jetzt mit der Folie etwas leichter getan. Das ist das, was Sie ja auch schon in Händen halten, auch in Schwarz-Weiß. Es ist nichts anderes als ein Tortenstück. Meine Schüler, die haben da immer Schwierigkeiten mit, die wollen immer alles fertig haben. Und wenn sie dann das selbst aufmalen sollen, wissen sie gar nicht, wie das mit 12 Teilen funktioniert. So. Okay, wir fangen hier so mit 23 Uhr an bis 1 Uhr. Das ist die Zeit der Gallenblase. Ich muss das jetzt einfach mal insofern vorbereiten, weil die Folie nicht da ist. Das ist die Zeit der Leber. 5 Uhr ist die Zeit der Lunge. 7 Uhr ist die Zeit von unserem Magen. In der Zeit von 7 bis 9 haben wir die Zeit der Milz. Von 9 bis 11 Uhr unsere Herzzeit. In der Zeit von 11 bis 13 Uhr arbeitet unser Dünndarm. In der Zeit von 13 bis 15 Uhr unsere Blase. Von ich? Ach du meine Güte, gucken mal an. Gut, ich wollte nur testen, ob einer aufpasst. Das heißt natürlich, dass ich das Blatt wechseln muss, sonst kommen wir ja durcheinander. So kann es denn manchmal gehen. So. Sonst kommen wir durcheinander, richtig, genau. Sie können sich inzwischen schon mal Gedanken machen, wenn Sie auf Ihr Blatt schauen, ob Sie irgendwelche Disharmonien zu irgendwelchen Uhrzeiten haben, ob Sie nachts in der Zeit von irgendwann bis irgendwann auf die Toilette gehen, ob Sie irgendwie wach werden. Ich nehme hier mal 23 Uhr bis Gallenblase, bis 3 die Leber, 5 die Lunge. Jetzt haben wir den Dickdarm, den Magen. Oder vielleicht fällt Ihnen auch ein, warum Sie ungern frühstücken. Vielleicht fällt Ihnen auch ein, wer irgendwann mal einen Herzinfarkt in der Nachtzeit hatte. Das Herz, 13 bis 15 haben wir den Dünndarm. Und jetzt arbeiten wir uns an die Blase. Und jetzt arbeiten wir uns an die Niere. Jetzt an den Kreislauf. Und hier an unseren Dreifacharwammer. Diese beiden sind keine Organe, sondern Sonderenergiebahnen, die in der Schulmedizin grob den Stoffwechsel darstellen würden. Wenn wir nachher noch Zeit haben, male ich den gerne auf, sonst am Stand. Von 23 bis 1 Uhr baut die Gallenblase ihre Energie auf. Das heißt, was wir von der Organuhr sehen, wir haben das eben so mit dem Spieler und Gegenspieler gehabt, wir haben das mit dem Sympathikus, mit dem Parasympathikus. In der TCM, hat nichts mit Qigong zu tun, sondern in der traditionellen chinesischen Medizin, sprechen wir von Yin und von Yang. Yin ist die Energielehre. Und Yang ist die Energiefülle. Wenn Sie die Organe auf Ihrer Organuhr sehen, alle Organe mit einem A,
also alle Hohlorgane, das sind die Yang-Organe, die nehmen etwas auf. Wenn Sie wollen, können Sie sich das auf Ihrer Organuhr am äußeren Ring auftragen. Gallenblase, Dickdarm, Magen, Dünndarm, Blase und dreifach Awama entsprechen Yang. Alle anderen entsprechen der Energielehre Ying. Das sind unsere Stoffwechselorgane, Leber, Niere, Milz, Herz und auch die Lunge. Was machen diese Organe? Diese Organe bauen ihre Energie auf und geben die Energie an das nächstfolgende Organ weiter. Es darf also keine Lücke entstehen. Es ist aber auch nicht so, dass Hackebeil nach 2 Stunden ist Schluss und dann kommt das nächste Organ. Es geht immer schon wie eine Welle, wie ein tropfender Wasserhahn. Es läuft immer noch etwas nach. Wir haben 12 Stunden, baut sich diese Energie auf. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit einer Wassersäule. Die Wassersäule hat unten ihren dickeren Pegel und baut sich nach oben hin auf und wird immer sprühiger, immer dünner. Die Organuhr 12 Stunden, nehmen wir diese Wassersäule mal auch als 12 Meter. Nach 12 Meter fließt das Wasser wieder nach unten zurück und baut sich wieder neu auf. So ist es auch mit der Organuhr, dass wir 12 Stunden eine Yang-Zeit haben und 12 Stunden eine Ying-Zeit. Insofern ist es so, dass wir von einer Gallenblase die Ying-Zeit 12 Stunden später haben. 23 bis 1 Uhr in der Nacht haben wir die aufbauende Phase und gegenüberliegend von 11 bis um 1 in der Herzzeit haben wir die schwache Zeit der Gallenblase. Das erklärt bei manchen auch, warum vertrage ich kein fettes Essen. Ja? Das ist immer ein Zeichen, dass die Gallenblasenenergie schwach ist. Umgekehrt ist es zu sehen auch, dass wir von 11 bis 13 die energiestarke Zeit des Herzens haben, aber in der starken Zeit von der Gallenblase ein schwaches Herz haben. Und wenn Ärzte, Heilpraktiker, Mediziner unter uns sind, ich habe mich schon erkundigt danach, aber es ist auch die Erfahrung, nicht eigene, Gott sei Dank, dass in der Zeit auch die Zeit der Herzinfarkte liegt. Wenn wir jetzt hier noch Wut und Zorn, wenn Sie sich einen Kugelschreiber nehmen und in Gallenblase noch Wut und Zorn als Emotionen eintragen, was macht der ganze Ärger und der ganze Druck mit dieser wenigen Herzenergie, die wir drauf haben? Das drückt auf das Herz. Ja? Also Wut und Zorn in der Gallenblase, schreiben Sie ruhig mal mit, wir schreiben mal alle Emotionen in die Organuhr. Die Leber sammelt den Ärger. In der Lunge haben wir Trauer und Kummer. Der Dickdarm, der kann nicht loslassen, der hängt an der Vergangenheit fest. Wenn Sie so Ihren Schreibtisch mal anschauen, wie außen so innen, also wenn es dort unsortiert ist, dann sieht es auch im Inneren etwas unsortierter aus. Im Magen steckt die Sorge. Aber auch der Analytiker, ein Magenmensch, wird immer der Sache auf den Grund gehen. Ich sage immer gerne, eine Frage, 30 Antworten. Aber wenn es dann passt es sein Leben lang. Milz ist die Fürsorge, der Kümmerer. Herz, das ist die Liebe. Und im Dünndarm haben wir die Freude. Das sind die Menschen, die laut lachen, die über alles und jeden lachen, aber dennoch sind sie sehr sensibel und sehr empfindsam. Blase, da haben wir die Willenskraft und den Mut. Ich mache das, ich tue das, ich setze das durch und wenn ich bei drauf gebe, das heißt, ich alles auf den Rücken aufladen, den krummen Rücken wie Meister Böck in Max und Moritz, da finden Sie alle Menschentypen und auch alles gut dargestellt von Wilhelm Busch. Der wusste schon darum, um die Menschenkenntnis. Niere ist wieder die Angst nach innen gerichtet. Blase nach außen gerichtet, ich setze es durch mit Mut, aber die Angst, Bettdecke über den Kopf. Angst nach innen gerichtet. Dann haben wir ja den Kreislaufmeridian oder Kreislaufvitalität. Kreislauf-Vitalität. Wankelmut tut selten gut, haben wir da als Sprichwort. Eine einmal gefasste Meinung, das kennt jeder. Jeder fragt mal irgendwie die Nachbarin oder die Freundin und die haben eine andere Meinung. Wir gehen dieser Meinung nach
Und hinterher sagt man, hätte ich mal auf mich gehört. Das ist Bauchgefühl, das ist Intuition. Diese Menschen, die neigen dazu. Dreifacher Warmer, da sage ich immer so, bedenke, wenn, hätte, aber. Dazu müssen wir natürlich wissen, was ist der Dreifacherwärmer? Ich mache das jetzt einfach mal so am Körper. Wir haben unseren Hohlkörper und den teilen wir auf in drei Brennräume, den unteren, den mittleren und den oberen Brennraum. Im unteren sitzt unsere Niere, die soll das Feuer nach oben leiten bis zum Gehirn. Aber haben wir hier eine kalte Mitte, dann zischt es mal nach oben, dann haben wir Mr. Rotkopf oder wir haben die Wechseljahresbeschwerden, weil die Mitte kühl ist und weil die kalt ist. Im oberen Bereich haben wir dann Herz und Lunge, sodass das, was wir an Energie nach oben schicken, auch wieder nach unten geleitet werden kann in Form von Feuchtigkeit. Bleiben wir erstmal bei unserer Organe, dass Sie im Groben erst einmal wissen, dass alle Organe betroffen sind über diese Energiebahn dreifacher Warmer. Wie lebe ich nun damit? Zwischen 1 und 3 werden viele Menschen wach. Wer von Ihnen hat das Thema? Leber ist ein Stressorgan. Ja? Wenn ich also nicht zur Ruhe komme, am Tage arbeite, schaffe, mache und tue, zwischen 1 und 3 wird der Körper wach und kommt auch nicht zur Ruhe. Letztendlich kann man aufstehen, etwas tun und nach 3 Uhr wieder schlafen gehen. Nur das ist natürlich nicht in dem Sinne unseres Körpers, weil er möchte sich ja regenerieren. Insofern haben wir auch Uhrzeiten in unserem Körper, wann der Körper auch das verarbeitet, was wir am Tage aufnehmen. Von 5 bis zum 12 haben wir nämlich unsere Ausleitungsphase. Unsere Aufnahmephase haben wir von 12 bis zum 19 Uhr. Da nehmen wir unsere Nährstoffe auf. Und von 19 bis zum 5 Uhr, da haben wir unsere Verarbeitungsphase. All das, was wir am Tage aufgenommen haben, ob das über Ernährung ist oder über unsere äußeren Einflüsse, unsere Eindrücke, Ärger im Betrieb, Ärger in der Familie, unsere Essensweisen, all das wird in der Nacht verarbeitet. Und sind wir nicht gut zu uns gewesen, dann haben wir auch einen unruhigen Schlaf. Wir sehen hier, der Leber gegenüber steht der Dünndarm. Jetzt haben wir schon mal was von Yin und Yang gehört. Ich würde jetzt ganz gerne einmal umblättern. Die Monade, die kennt jeder. Richtig? Wir haben eine dunkle Seite und eine helle Seite. Einmal die Sonnenseite und einmal die Schattenseite des Berges, so wird das nach außen getragen. Aber alles ist in allem enthalten. In Yin ist Yang enthalten, das Dunkle ist Yin, das Kühle, die Leere, das Dunkle, die Nacht. Und im Yang haben wir die Sonne, die Aktivität, das Männliche, das Weibliche. Aber in jedem Männlichen ist etwas Weibliches enthalten, in jedem Weiblichen etwas Männliches. Wenn wir das jetzt einmal so nach außen nehmen, hier haben wir unsere Leber. Und hier haben wir unsere Gallenblase. Aber wir haben auch ein bisschen Leber drin. Und wir haben hier auch ein bisschen Gallenblase drin. Hier haben wir Wut und Zorn, Potz, Blitz, Donnerschlag. Und hier haben wir wieder unsere Leber mit dem gespeicherten Ärger. Wir möchten aber auch den Ärger nach außen lassen. Wir möchten das auch nach außen transportieren. Weil die Leber, die redet ungerne. Aber irgendwann stört die Fliege an der Wand und dann explodiert man, lässt das an irgendwelchen Leuten aus, meist am Partner, weil der ja auch irgendwo so ein bisschen hilflos ist und der hört ja auch hin und hört dann wieder auch zu. Aber das ist ja nicht Mittel der Wahl. Das auslassen, was uns wirklich betrifft, nämlich an denjenigen, wo uns etwas stört. Ob das beim Arbeitskollegen ist, ob das beim Partner ist, das ist Kommunikation. Und leider ist das so ein bisschen in Vergessenheit geraten, das Kommunizieren. Wenn wir so an unsere Großeltern denken, die hatten noch ihren schönen runden Tisch mit der Lampe darüber. Es wurde gespielt, es wurde erzählt und das ist leider verloren gegangen durch unser Computerzeitalter. So, der Ärger soll nach außen transportiert werden. Dafür ist die Gallenblase zuständig. Wenn ich hier aber eine Barriere aufgebaut habe,
ich nehme das jetzt einfach, so ist eine Monade nicht zu sehen, aber alles, was ich rede, setze ich auch in Monaden um, weil es ein sehr schönes Bild auch ist. Alle Zellen in unserem Körper, die auch ein Organ darstellen, sind Muskelzellen. Nur das Organ sieht etwas anders aus, aber dennoch sind das Muskelzellen, weil die Organe bewegen sich ja auch, ob aktiv oder passiv. Insofern, wenn es nach außen will und ich bin so verhärtet durch Anspannung, Burnout zum Beispiel, bin so verhärtet, weil ich bin so unter Anspannung, machen Sie mal, wie kleine Kinder, wenn die etwas wollen oder so und wissen nicht, wohin mit ihrer Kraft, dann kriegen die so richtig das Zittern. Und das ist bei uns auch, wenn wir manchmal da vor Wut und Ohnmacht dann auch vor irgendeiner Sache stehen und fühlen uns irgendwie hilflos und wollen nicht raus, dann steckt das in uns drin und das möchte durch diese Barriere durch. Und das geht nicht. Und wenn wir das immer so machen, weil wir auch gelernt haben, sei du mal schön still, wenn du erwachsen bist, kannst du dazwischen reden, Kinder reden nicht dazwischen, wenn Erwachsene sprechen, das sind alte Glaubensmuster, also behält man auch alles schön für sich. Das gibt dann mal so Gallensteine oder es gibt Migräne. Oder es gibt Augendruckprobleme. All das, was im Innen bleibt. Von der Körperform sehen wir das als in Form von Reiterschenkel. Es sind bestimmte Muskeln und Sehnen, die auch wieder da betroffen sind. Es sind bestimmte Wirbelkörper, die betroffen sind. So der mittlere Rücken zum Beispiel, da steckt der Ärger. Es ist nicht nur in der Schulmedizin, dass an jedem Wirbelkörper ein Organ hängt. Das ist auch in der TCM so. An jedem Meridian hängt immer ein ganzes System. Eine Energiebahn in unserem Körper versorgt.